Wir alle treffen Entscheidungen täglich. Aber bei großen Entscheidungen tun wir uns oft schwer. Soll ich den Job kündigen? Mache ich mich selbstständig? Ziehe ich für die Karriere von Köln nach München? Wir wollen nichts unternehmen, was uns später leid tut. Und deshalb schieben wir die großen Entscheidungen oft vor uns her. Manchmal jahrelang. Welche typische Denkschleife oft dahinter steckt und wie du mutiger zu Entscheidungen kommst, erfährst du hier. Einfach dranbleiben. Some try to see what's truth or lies. Some prefer to close their eyes. The way to find out what's black or white is to discover all colors. Ein typischer Denkfehler bei wichtigen Entscheidungen, wir glauben an die Irreversibilität von Entscheidungen, an die Unumkehrbarkeit. Wir denken, eine gute Entscheidung ist nur eine, die wir nie in Frage stellen werden. Was dieser Gedanke auslöst, kannst du gleich bei dir selbst feststellen. Tauche doch mal mit mir ein in ein Gedankenexperiment. Ein lauer Sommerabend, du in der stadtbesten Trattoria mit jeder Menge Appetit auf italienische Küche. Du scannst die Speisekarte und dein Blick fällt auf die Hausspezialität, Pizza Salami. Mmm, lecker, denkst du dir, mit extra viel Mozzarella obendrauf, perfekt. Darauf hast du richtig Lust und du zögerst auch nicht, das Gericht zu bestellen. Jetzt bauen wir in dieses Gedankenexperiment eine kleine, aber entscheidende Variation ein. Wieder der laue Sommerabend, die stadtbeste Trattoria. Du scannst die Speisekarte und siehst als erstes den fetten roten Hinweis gleich unten. Hiermit weisen wir Sie freundlich darauf hin, dass Sie die Auswahl eines Gerichts für jeden Tag vom Rest Ihres Lebens treffen. Eine Variation Ihrer Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt ist leider nicht möglich. Wir wünschen einen guten Appetit. Was passiert jetzt? Der Gedanke, eine nicht umkehrbare Entscheidung treffen zu müssen, hat eine ultimativ lähmende Wirkung. Wer will sich schon auf täglich Pizza Salami für den Rest seines Lebens festlegen? Und deshalb schieben wir lebensverändernde Entscheidungen so lange vor uns her, aus Angst vor der Fehlentscheidung. Wir holen uns Ratschläge ein, wir fertigen Checklisten an, um Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen. Und am Ende wird das Projekt dann doch lieber abgeblasen. Zu riskant. Sich in alle Richtungen absichern zu wollen, ist der Tod vieler lohnender Projekte. Nicht, dass es verkehrt wäre, wichtige Entscheidungen bis ins Detail zu prüfen. Aber es kann helfen, den persönlichen Umgang mit Risiken mal kritisch unter die Lupe zu nehmen. Ein Beispiel kommt von Jan, einem Architekten, der als Bauleiter in einem großen Architekturbüro unter Vertrag war. Sein Vorgesetzter vom Typ Helikopterchef hat seine Expertise immer wieder in Frage gestellt, insbesondere vor Kunden, um sich dann aber selbstwirksam in Szene zu setzen. Als ich den Jan kennenlernte, hatte er gerade einen Hörsturz hinter sich, sozusagen der Höhepunkt einer Leidenszeit von 3 Jahren. Er hatte schon oft darüber nachgedacht, sich selbstständig zu machen, sich dann aber doch nicht getraut. Seine Sorge dabei, was, wenn er sich am Markt nicht durchsetzen kann und auf einem Batzen Schulden sitzen bleibt. Den Prozess der Entscheidungsfindung haben wir dann so gestaltet. Wir haben die unerfreuliche Lebenssituation genutzt, um Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren. Welche Arbeitsumgebung braucht Jan, um sich wieder leistungsfähig und gut zu fühlen? Die größte Entscheidungshürde dabei war die Vorstellung, dass es eine Vision für den Rest seines Arbeitslebens sein muss. Sein O-Ton: Das, was ich jetzt angehe, muss Bestand haben. Die Rechnung muss schon aufgehen. Und damit war er in der Unumkehrbarkeitsdenkschleife gefangen und automatisch so etwas wie entscheidungsbehindert. Aber nur wenige Entscheidungen trifft man tatsächlich für sein ganzes Leben. Vielleicht, ob man als Vater oder Mutter Verantwortung übernehmen will. Die überwiegende Mehrzahl unserer wichtigen Entscheidungen ist aber durchaus reversibel. Das heißt, wir können später auch wieder neu entscheiden. Beispielsweise die Entscheidung für eine bestimmte Position, für eine andere Stadt oder wie bei Jan für den Schritt in die Selbstständigkeit, das ist wieder umkehrbar. Wir leben heute einfach zu lange, um Entscheidungen auf die Ewigkeit auszurichten. Wenn man eine Idee später wieder aufgeben muss, weil sie nicht so funktioniert hat, wie erhofft, tut das natürlich weh. Eventuell müssen wir uns nach der Selbstständigkeit wieder neu bewerben, nochmal umziehen oder in irgendwas nochmal einen Neuanfang wagen. Das klingt nicht sehr einladend, aber der Preis ist bezahlbarer, als wir glauben. Denn auch das Nichtentscheiden hat seinen Preis.
Wer seine Ideen und Projekte immer wieder dem Absicherungswahn opfert, verliert auf Dauer Lebendigkeit und Lebensfreude. Oder man riskiert seine Gesundheit, wie sich das bei Jan schon angekündigt hatte. Wenn du dich schwer tust, eine Entscheidung zu treffen, dann prüfe für dich, ob du in der Unumkehrbarkeitsdenkschleife feststeckst. Wenn du dich mit einer Idee wirklich committen kannst, dann solltest du es vielleicht auch wagen. Und das gilt nicht nur für Pizza Salami. Im nächsten Video geht es um Körpersprache und die spannende Frage, wie eigentlich authentische Körpersprache aussieht. Sei gespannt!